Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 17. Juni 2004. Vor 20 Jahren wurde der belgische Mädchenmörder Marc Dutroux schuldig gesprochen. Ein Beitrag von Heiner Wember. Une clarté totale. Dieses Drama muss völlig aufgeklärt werden, sagte Belgiens König Albert II., als der Skandal Kreise zieht. Behörden und Polizei haben 1995 völlig versagt. Polizisten durchsuchen zwar das Haus des vorbestraften 39-jährigen Marc Dutroux in Charleroi, südlich von Brüssel. Er hat Autos gestohlen und verschoben und kommt deshalb in Untersuchungshaft. Bei der Hausdurchsuchung hört ein Polizist Kinderstimmen, doch er denkt, sie kämen von draußen, von der Straße. Tatsächlich stammen sie von zwei Mädchen im geheimen Kellerverlies. Beide 8 Jahre alt. Dutroux hat sie immer wieder vergewaltigt und dabei gefilmt. Während er in Untersuchungshaft sitzt, verhungern die Kinder. Dutroux' Frau Michèle Martin lässt sie sterben. Der vorbestrafte Dutroux kommt bald wieder frei und vergräbt die Kinderleichen im Garten. Zwei weitere von ihm entführte Mädchen und einen Komplizen hat Dutroux ermordet und ebenfalls vergraben. Der freigelassene Dutroux fliegt erst auf, als er wieder Kinder einfängt. Sabine, 12, und Letizia, 14. Als Letizia auf offener Straße in einen Lieferwagen gezerrt wird, kann ein Student sich das Kennzeichen merken. Das Auto ist auf Dutroux zugelassen. Diese beiden Kinder können aus Dutroux' Keller befreit werden. Ganz Belgien ist geschockt, als nach Dutroux' zweiter Verhaftung insgesamt 4 Mädchenleichen ausgegraben werden. Wir brauchen nicht mehr zu suchen, sagt einer der verzweifelten Väter, Paul Marschall. Zum Entsetzen über die Morde und die sexuelle Gewalt kommt die Wut auf die belgischen Behörden. Polizei, Verwaltung, Politik haben völlig versagt. Immer mehr Ermittlungspannen kommen ans Licht. Nur König Albert II. Gilt noch als glaubwürdig. Die Königin und ich sind davon überzeugt, dass diese Tragödie nun die Gelegenheit für einen moralischen Aufschrei und tiefen Wandel in diesem Land sein muss. Als ein fähiger Untersuchungsrichter vom Fall Dutroux abgezogen wird, kommt es zur größten Demonstration in der belgischen Geschichte. 300.000 Menschen, alle in weiß, viele mit weißen Blumen und weißen Luftballons, ziehen schweigend durch die Brüsseler Innenstadt. 1996. Für Paul Marschall, den Vater der Ermordeten an, ein Tag, den er niemals vergessen wird. Es war ein unglaubliches Gefühl. Es war einfach wunderschön und solidarisch. Doch das Drama nimmt kein Ende. 7 weitere Jahre lang dauern die Ermittlungen. Und parallel kommt es zu einem mysteriösen Zeugensterben. Insgesamt 27 Menschen kommen bei Autounfällen um, töten sich angeblich selbst oder werden vergiftet. 3 Psychiater befinden, dass Dutroux kein Pädophiler sei, sondern ein gefühlloser Psychopath, der aus Machtstreben und Geldgier gehandelt habe. Dutroux selbst mauert vor Gericht. Er befeuert Spekulationen um Netzwerke. Natürlich gibt es ein Netzwerk von Kriminellen, mit denen ich in Kontakt gestanden habe und die an den Schändungen der Kinder teilgenommen haben. Am 17. Juni 2004 wird er schuldig gesprochen. Dutroux bekommt lebenslang für die 3 Morde an den Mädchen und seinem Komplizen. Er sitzt bis heute im Gefängnis. Was bleibt? Der Skandal führte zu weitgehenden Reformen in Belgien. Die Polizeistruktur wurde verbessert, die Ausstattung modernisiert. Die Kinderschutzorganisation EPAG war schon während des Dutroux-Skandals aktiv, doch Mitbegründerin Danielle van Kerkhoven sagte, dass seinerzeit niemand über Kindesmissbrauch redete, weil Kinder keine Stimme hatten. No one was talking about child abuse before, because children had no voice. Das habe sich dann geändert. And so we are seen as serious partners. Wenn heute in Belgien Kinder verschwinden, können Eltern die 110 anrufen und sofort wird über die Öffentlichkeit eine Suchaktion gestartet, unterstützt von einer Spezialabteilung der Polizei. In Belgien kam es seit dem Fall Dutroux nicht mehr zu ähnlich schlimmen Verbrechen an Kindern.